Herr Fontaine, Sie nehmen heute an dem Gedenken, gut 90 Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, teil. Welche Bedeutung hat diese linke Erinnerungskultur heute? Ja, sie hat deshalb eine große Bedeutung für die Arbeiterbewegung, die eine Bewegung für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr Demokratie war und ist. Und diese Menschen, die einstanden mit ihrem Leben für ihre Ideen, sind natürlich Vorbild für viele in der ganzen Welt, wie ich aufgrund vieler Auslandsreisen weiß, und sind für uns immer wiederum Veranlassung, darüber nachzudenken, wo die Bewegung zurzeit steht. Nun geht es diesem Gedenken und der heute folgenden Demonstration ein bisschen so wie der Linken. Es gibt Presse, es gibt mediale Aufmerksamkeit nur, wenn es Skandale gibt. Wie kann die Linke mit den Medien effektiver umgehen? Indem sie sich, wenn man so will, auf bestimmte Dinge gar nicht einlässt und indem sie immer wieder ihre Politik vorstellt. Wir haben es versäumt, das müssen wir selbstkritisch sagen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Partei sind, die einzige Partei sind, die einen Ausweg aus der Finanzkrise gezeigt hat. Das sind vier Punkte. Erstens Bankenregulierung, zweitens der wichtigste, Direktvergabe von Krediten durch die Zentralbank an die Staaten. Drittens Entschuldung und viertens, also das heißt Schuldenschnitt, und viertens eine Vermögensabgabe europaweit. Das Wichtigste ist die Direktvergabe der Kredite durch die Zentralbank an die Staaten, denn wir haben das verrückteste Geldsystem. Der Staat druckt Geld, gibt es für 1% an die Banken und die Banken geben es für 7% oder mehr an die Staaten zurück und damit an die Steuerzahler. Sie sagen, Sie haben das verpasst, das zu vermitteln, diese Ziele. Ist das ein Grund für die schwindenden Umfragewerte im Moment? Sicher auch ein Grund, denn die Menschen interessieren sich nicht so sehr für Personaldebatten. Die sind immer sehr interessant für die Medien und für die Partei, sondern die Menschen interessieren sich dafür, wie können unsere Probleme gelöst werden. Und wenn es nicht gelingt, die Bankenkrise in den Griff zu bekommen, die fälschlicherweise von Merkel, Sarkozy und anderen als Staatsschuldenkrise bezeichnet wird. Wenn es nicht gelingt, diese Bankenkrise in den Griff zu bekommen und es ist nichts geregelt, dann wird es nicht nur in Griechenland Probleme geben oder in Portugal oder Italien, sondern demnächst auch bei uns. Machen Sie es Ihren potenziellen Wählern nicht auch etwas schwer? Auf der einen Seite kursiert im Moment ein Appell, in dem die Rede ist von der Zügelung der Märkte. Auf der anderen Seite liest man in programmatischen Papieren Ihrer Partei von einer Ankurbelung der Nachfrage, von einer Ankurbelung der Wirtschaft dadurch. Was will die Linke denn effektiv? Wir können nicht in der jetzigen Zeit darauf verzichten, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, denn es besteht eine große Gefahr, dass die Wirtschaft einbricht, wenn alle Staaten sehr, sehr unvernünftig, ich würde gerne drastische Worte gebrauchen, Programm von Merkel und Sarkozy befolgen, also die Ausgaben zurückfahren, die Renten kürzen, die Löhne kürzen, dann müsste eigentlich der Dümmste wissen, dass das nicht funktionieren kann. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum, damit die Schulden nicht nur weiter explodieren. Man kann das in allen Ländern Europas studieren, wo das praktiziert wird. Griechenland ist die Wirtschaft eingebrochen, das war selbstverständlich, so kann man keinen Staat sanieren. Ja. Aber seit 30 Jahren wurde eine Debatte geführt über die Grenzen des Wachstums. Anfang der 70er Jahre wurde ein entsprechender Bericht vorgestellt. 30 Jahre später wurden diese Thesen noch einmal bestätigt. Und es wurde dort gesagt, dass bei einem gleichbleibenden Wachstum der Kollaps 30 Jahre, 50 Jahre bevorsteht. Muss die Europäische Linke hier, Herr Lafontaine, nicht über die eigenen geografischen Grenzen hinausschauen und die globale Situation betrachten? Ja, sie muss vor allen Dingen ihr Programm jetzt in den Vordergrund rücken. Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Wir haben ja auch hier versäumt, das oft genug zu wiederholen, gesagt, nicht eben das jetzige Wirtschaftssystem trägt also diesem Gedanken Rechnung, sondern wir brauchen Gemeinschaftseigentum. Das ist der alte Allmende-Gedanke, wo die Wissenschaftlerin Oström nachgewiesen hat, den Nobelpreis erhalten hat, dass Gemeinschaftseigentum ökologischer genutzt werden kann als die jetzige Eigentumsstruktur. Und das ist ja auch unsere Alternative zu den Grünen, die eine Mogelpackung sind. Denn in Ihrer Frage ist ein richtiger Kerngedanke enthalten. Ein System, das nur auf Umsatzsteigerung, Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, kann niemals ökologisch sein. Letzte Frage, Herr Lafontaine. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben die Frage der Ökonomie immer auch mit der Kriegs- und Friedensfrage verbunden. Wir sind heute in Zeiten von Ressourcenkriegen. Man kann die Kriege in Nordafrika, man kann den Konflikt in Libyen, in Syrien auch dazu zählen. Verpasst es die Linke hier nicht, diese beiden Dinge in Einklang zu bringen? Zumal im Moment ja eine Debatte in Ihrer Partei darum läuft. Nein, ich habe ja nun einige Fehler eingeräumt, aber an dieser Stelle kann ich keinen Fehler einräumen. Wir haben tatsächlich immer wieder darauf hingewiesen, dass es Ölkriege sind, im Gegensatz zu anderen Parteien. Und wir haben ja der
der Kriegsbereitschaft von vor allen Dingen auch von SPD und Grünen immer widersprochen und gesagt, Afghanistan, Irak oder so oder Libyen oder was, direkt oder indirekt. Die Linke kann niemals die Hand dazu reichen, sich an solchen Ressourcenkriegen zu beteiligen. Lafontaine, vielen Dank fürs Interview.